Hier im Bürgerhaus von Rumpenheim in Offenbach oder hier in einer Gaststätte einige hundert Meter weiter. Oder ganz woanders? Gerüchte machen die Runde, wo die sogenannten Aufrechten der AfD geheim tagen wollen. Am Bürgerhaus sammeln sich ein paar Menschen, die die Veranstaltung Quo Vadis AfD besuchen wollen. Doch hier hat die Wirtin die Gruppe aus ganz Deutschland ausgeladen. Mit uns will kaum einer reden. Mit dabei auch Stefan Repple, ein Mitinitiator aus Baden-Württemberg. Er erklärt: Das ist eine bundesweite Vernetzung von AfD-Mitgliedern. Repple gilt als Rechtsaußen der AfD. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen einer Vielzahl von Verstößen. Und er gilt als Befürworter der Forderung, dass seine Partei eine Liste wieder abschafft, die die Zusammenarbeit mit extremistischen Organisationen verbietet. Er sieht die AfD in Schieflage. Also die Menschen müssen verstehen, dass die Parteien konsequent unterwandert werden von Agenten, vom Verfassungsschutz, die dort selber Streit verursachen, die innerparteilich den Zwist in die Partei reintragen. Es sind solche Aussagen, die für die Partei wohl ein Ballast sind. Hessens Landesvorstand warnte die eigenen Mitglieder zuvor per Brief, an dem Geheimtreffen teilzunehmen. Es folgt ein Katz-und-Maus-Spiel mit Medien und mit der Polizei. Wir finden heraus, sie haben einen alternativen Tagungsort. Und zwar in Obertshausen beim dortigen Turnverein. Drinnen dürfen wir nicht drehen, unter den Teilnehmern mindestens ein Hesse. Carsten Herle aus Heusenstamm. Ein Verfassungsschutzgutachten bescheinigt ihm, er habe ein geschlossenes rechtsextremistisches Weltbild. Bei seinen Posts fällt bei ihm zu Holocaustleugnern schon mal das Wort Märtyrer. Und er glaubt, dass Deutschland einen Schuldkult betreibt. Wir haben jetzt 80 Jahre nach dem Krieg, ja, und diese ewige Erinnerungskultur, die extrem einseitig und extrem in den Vordergrund gerückt wird, die halte ich für übertrieben, ungeachtet aller schlimmen Sachen, die mal passiert sind. Der Pächter eines indischen Restaurants sagt uns, er habe nicht gewusst, wer da kommt. Die Organisatoren der AfD hätten gestern Abend sehr spät angerufen, man habe keinen Vertrag geschlossen. Der Verein selbst zeigt sich fassungslos. Der Vorstand sei über die rund 70 Gäste nicht informiert gewesen. Der Restaurantbesitzer trage aber keine Schuld. Also aus meiner Sicht ist der Herr Singh einfach überrumpelt worden. Er ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, verarscht worden. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ist er genötigt worden. Man hat ihm gesagt, es gibt eine Veranstaltung. Er dachte, es kommen nette Leute zum Essen und dann sieht man, was passiert. Also hinterhältig wie gewohnt. Der Verein versucht dann, die Veranstaltung abbrechen zu lassen. Lange Verhandlungen folgen, langes Warten. Inzwischen sind auch rund 100 Protestierende auf den weiteren Ort der Veranstaltung aufmerksam geworden. Das ist keine Meinung, was hier vertreten wird. Das ist klarer Faschismus und Faschismus ist keine Meinung, das ist ein Verbrechen. Ich finde, wir müssen Zeichen setzen, ja, auch nach Hanau und all dem, was passiert ist. Ich finde, das ist eine Unzumutbarkeit und es als deutscher Bürger fühle ich mich verpflichtet aufgrund unserer Geschichte. Der Hintergrund des Treffens sei klar darauf ausgerichtet, Landes- und Bundespartei unter Druck zu setzen, meinen Rechtsextremismus-Experten. Ein Machtkampf in diesem Lager, wer dominiert und wer die führende Kraft ist. Und von daher ist es kein Wunder, dass sich Akteure aus diesem Lager, aus dem ehemaligen Organisationslager der AfD, jetzt treffen und versuchen, sich zu formieren. Nach dem Einschreiten des Turnvereins wurde die Veranstaltung in Obertshausen beendet. Die Organisatoren kamen nur mit Polizeischutz wieder raus.